Moin zusammen. Gestern habe ich euch ja ein bisschen was von Osten in Ostfriesland erzählt. Von den Eiertrüllen am Plietenbach. Und das kennen natürlich auch ein Heilbühl über die Grenze von Ostfriesland weg. Osterfühl sowieso. Von da auf wollte ich euch ja ein bisschen zu den anderen Spülen erzählen. Zum Beispiel das Eierschmieden. Kennen ihr das? Da wurden die Eier wohlwies in Strümpen inpackt und dann wurden die fein möglichst hoch und weit schmecken. Und der Ei, der am weitsten kommen ist und am mindesten kaputt ist, der hat gewonnen. Und dann gibt er ja noch uns Nötenschgelten. Uns Nötenschgelten ist quasi dasselbe als Boccia, bloß nicht mit Kugeln, sondern mit Haselnöten. Und der Spöle, der am meisten Nöten zu der Kreis utschgoten hat, ja, das ist uns Siege. Und dann gibt es ja noch uns Hingbegensöndag. Und da geht dann einfach darum, hellfüll Eier zu sammeln und so ein Lötchen Zweikampf zu veranstalten. Und dessen Ei zum Schluss noch hell ist, tja, der geht als Siegerut. Und in diesem Sinne wünsche ich euch sehr viel Spaß an Ostern bei Naumorgen. Jos Kinder haben noch bestimmt Freude an. Mua!